Ja, es wird wieder mal Zeit für ein neues Video mit dem Titel "Kommt das Goldverbot?". Stellt euch mal folgende Schlagzeile vor: Der private Goldbesitz ist verboten. Das gab es schon mehrfach in der Geschichte, alleine in den USA 1933 und während der Weimarer Republik in Deutschland. Es könnte sein, dass sich diese Geschichte wiederholen könnte. Vor kurzem wurde ein Diskussionspapier des IWF veröffentlicht, das Gold als Brandbeschleuniger für Finanzkrisen betitelt. Der IWF bereitet offenbar ein Goldverbot vor. Ein Auslöser für Goldverbote sind, wie ihr wisst, immer Krisen, so wie auch heute. Hintergrund des Goldverbots in den USA war beispielsweise die Weltwirtschaftskrise, welche exakt am 24. Oktober 1929 am sogenannten Schwarzen Donnerstag begann. Auch hier habe ich ja die letzte Zeit schon ein, zwei Videos gemacht. Und die Folgen hier waren verheerend. Also Banken brachen zusammen, ja, die Preise rutschten in den Keller. Kein Wunder, dass Gold an Wert gewann. Und die US-Bürger mussten sich von den meisten Goldmünzen oder Goldbarren, also generell von Gold zu Hause, trennen und haben diese natürlich dann ins Ausland geschafft. Und damit gab es dann eine staatliche Regulierung und es gab staatliche Annahmestellen, die für einen Festpreis von ungefähr, ja, oder exakt um die 20 Dollar pro Feinunze abgegeben werden mussten. Und eine Feinunze, das sind 31,1 Gramm. Weigerte sich jemand, ja, da wurde sogar die minimale Zwangsentschädigung gestrichen und ja, private Schließfächer wurden gewaltsam geöffnet und systematisch durchsucht. Wurde Gold gefunden, ja, wurde es entschädigungslos konfisziert. Im schlimmsten Fall wanderten ja die Menschen sogar bis zu 10 Jahre ins Gefängnis und mussten teilweise bis zu 10.000 Dollar Strafe zahlen, wenn sie ihr Gold nicht abgegeben haben. Und das Goldverbot für US-Bürger bestand bis ins Jahre oder bis zum Jahre 1974, exakt bis zum 31.12.1974. Auch in Deutschland gab es Goldverbote, wie gesagt, in der Weimarer Republik und auch dann noch in der Nazizeit. Und ja, es gab Razzien, Polizisten sind in Cafés reingegangen, in Restaurants und haben letztendlich die Menschen gezwungen, ihre Geldbeutel zu öffnen. Und der Besitz von Gold wurde unter anderem durch die Verordnung gegen die Kapital- und Steuerflucht oder dem Gesetz gegen den Verrat der deutschen Volkswirtschaft verboten. Ja, und jetzt taucht ein IWF-Diskussionspapier auf. Und zwar hat der Ökonom Johannes Wiegand in seinem Diskussionspapier die jetzige Situation mit der Einführung des Goldstandards in Europa im 19. Jahrhundert verglichen. Er ist der Ansicht, dass Deutschlands einseitiger Übergang zur Goldwährung nach der Reichsgründung von 1871 für die große Wirtschaftskrise verantwortlich war. Und laut IWF ist allzu hartes Geld auch heute ein Problem in Europa, insbesondere wenn die Regierungen ihre Politik nicht koordinieren. Deutschland mit seiner Ordnungspolitik wäre ein Vertreter allzu hartes Geldes und würde sich gegen eine allgemeine Koordinierung sperren, die nötig wäre, um ja, die Währungsunion zu stützen. So dieses Diskussionspapier vom IWF. Der IWF geht davon aus, dass weite Teile der europäischen Wirtschaft ohne Aussicht auf Besserung in die Deflation fallen würden. Als Gegenmaßnahme könnte, wie schon in der Vergangenheit, ein Verbot für den privaten Besitz von Gold vorgeschlagen werden. Also ich finde das unglaublich.
Und ja, unser Finanzsystem, was ich ja immer wieder auch gesagt habe, basiert auf Schulden und ist auf Kredite angewiesen. Und der Goldpreis spiegelt immer nur den Ausgleich zu diesen ja, extremen Kurssteigerungen, zu diesem ungedeckten Papiergeldsystem. Und dementsprechend ist es natürlich auch von Politikern nicht gewollt, dass ihr Gold besitzt in solchen Zeiten. Und ja, dann verbietet man das einfach. Und ich kann euch nur sagen, lasst euch nicht eure persönliche Freiheit nehmen und nutzt heute noch alle Möglichkeiten, um euch dagegen zu schützen. Und es gibt, wie gesagt, Möglichkeiten und diese gilt es zu nutzen und man sollte auch hier möglichst breit streuen und ja, die Möglichkeiten nutzen, die halt nur ein kleiner Teil der Bevölkerung kennt. Weil diese Möglichkeiten erfahrt ihr nicht von eurem Versicherungsvertreter oder Bankberater. In der Regel kennen die selber nicht diese Möglichkeiten. Und wenn ihr da Interesse habt, mehr darüber zu wissen, dann könnt ihr, wie gesagt, mein Buch, die Rettungsweste für ihr Geld, ordern. Oder ihr besucht das kostenlose Webinar. Oder ihr tragt euch zu einem persönlichen Termin ein. Den Link oder die Links werde ich euch unter dieses Video reinsetzen bzw. verlinken. Auf jeden Fall empfehle ich euch, kommt ins Handeln und ja, nutzt diese Möglichkeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, dann verpasst ihr garantiert kein Video. Denkt auch an die Glocke, dass ihr die Glocke anklickt. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich wieder ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, alles Gute bei euren Finanzen. Herzliche Grüße aus Eichenzell, euer Daniel Sauer.